Kapitel 9. Ist das das Ende des Hakenhains? Am nächsten Morgen ist es soweit. Der Hakenhain sticht mit allen vom Schiff in den See und versichert dem König, dass er diesmal das Seeungeheuer besiegt. Dann vergehen 3 Tage. Der König ist sehr besorgt, da er vom Hakenhains und seinen Schiffen nichts mehr hört. Er hat große Angst, dass etwas schiefgelaufen ist und kann deswegen auch gar nicht mehr ruhig schlafen. Dann, am nächsten Tag, wird der König aus dem Schlaf gerissen, denn es gibt Neuigkeiten. Ein Soldat, der auf einem der Schiffe des Königs war, wurde in der Nacht ans Ufer gespült. Dort wurde er vom Bewohnern der Stadt gefunden und zum König gebracht. Er erzählt dem König, dass es einen schrecklichen Kampf mit dem Seeungeheuer gab und dieses alle Schiffe zerstörte. Und nicht nur das, es hat den Hakenhains mit Haut und Haaren verschlungen, als dieser Todesmutig mit ihm kämpfte. Der König ist schockiert. Alle seine Schiffe sind zerstört, fast alle Soldaten sind tot, er hat kein Gold mehr und der einzige Mann, der ihm den Schatz bringen könnte, ist auch tot. Der König erklärt dem Soldaten, dass er jetzt Ruhe braucht und die nächsten Tage nicht gestört werden möchte. Währenddessen berichten der schiefe Sepp und der gerade Georg dem Cousin des Königs, dass die letzten vom Schiffe des Königs zerstört wurden und die ganze Besatzung inklusive dem Hakenhains tot sind. Daraufhin erklärt der Cousin, dass es nun soweit ist, dass sein Plan in die Tat umgesetzt wird. Er befiehlt dem schiefen Sepp und dem geraden Georg, dass sie jetzt das Seeungeheuer besiegen und den Schatz erbeuten sollen, da das Seeungeheuer vom Kampf mit den 5 Schiffen bestimmt noch geschwächt ist und sie es nun leicht besiegen können. Außerdem befiehlt er seinem Berater, dass er alle Schiffe mit allen Soldaten bereit machen soll, um in Richtung des Königreichs seines Cousins, dem König, zu segeln. Nach ein paar Tagen klopft es wieder sehr laut an der Tür des Königs. Ein Soldat schreit: Angriff! Wir werden angegriffen! Der König springt aus dem Bett und stürmt zur Tür. Er reißt sie auf und will wissen, wer denn angreift. Der Soldat sagt, er weiß es nicht, aber es sind mehrere Schiffe und sie sind absolut in der Überzahl. Noch bevor der König reagieren kann, kommt ein weiterer Soldat angerannt und berichtet, dass die Angreifer den König sprechen wollen. Der König bekommt es mit der Angst zu tun. Aber da er der König ist, muss er sich den Angreifern gegenüberstellen. Er verlässt seinen Palast und geht zum Ufer. Dort warten die feindlichen Schiffe schon auf ihn. Als der Anführer der Angreifer in Erscheinung tritt, verschlägt es den König endgültig die Sprache. Kein geringerer als der Cousin des Königs greift nun die Stadt an. Der König schaut ihn entsetzt an und spricht dann zu ihm: Aber Cousin, was machst du hier? Wir sind doch Verwandte, Familie sozusagen. Warum greifst du meine Stadt an? Der Cousin des Königs lacht und erklärt ihm dann: Ja, warum greife ich deine Stadt an? Bin ich vielleicht verrückt? Vielleicht. Aber das macht nichts, denn ich bin bald König. Könige dürfen verrückt sein, die dürfen sogar sehr verrückt sein. Vielleicht müssen sie sogar verrückt sein. Aber egal, jedenfalls hat mein Plan wunderbar funktioniert. Ich habe dir das Gold geliehen. Und du hast damit so lange das Seeungeheuer gejagt, bis du so gut wie keine Soldaten mehr hattest. Darauf habe ich gewartet und jetzt erobere ich deine Stadt und werde König. Der König weiß nicht, was er sagen soll. Er sagt nur mal wieder: Aber Cousin, bitte Cousin, bitte. Danach geht es weiter mit Kanonenschüssen. Plötzlich taucht ein weiteres Schiff auf und segelt schnell an den Schiffen des Cousins vorbei. Der Cousin lacht und freut sich, dass er dieses Schiff sieht. Er sagt: Hoho, der schiefe Sepp und der gerade Georg, ihr kommt genau richtig. Das Schiff aber steht still und es ist niemand zu sehen.